Bei mir im ZT Newsroom ist jetzt Sabina Freiermuth, FDP-Fraktionschefin aus Zofingen. Sie ist selber komfortabel wiedergewählt worden. Ich gratuliere zu dem Resultat, Frau Freiermuth. Danke vielmals, Herr Pfister. Ein Sitzverlust, aber für die Partei gesamtkantonal mit einem blauen Auge davon. Ja, man kann es als blaues Auge anschauen, aber man darf auch einfach sagen, das ist ein Verlust. Ein Sitz ist ein Sitz. Und das ist natürlich für uns enttäuschend. Dafür, was mich sehr freut und was ein Lichtblick ist, ist natürlich das Top-Resultat von unserem Regierungsrat, Stefan Attiger. Wenn Sie auf das Gesamtergebnis so schauen im Kanton, was hat Sie eigentlich heute am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat mich, dass der nationale Trend der Nationalratswahlen immer noch anhebt. Obwohl wir eigentlich jetzt eine Situation haben, wo wir Arbeitsplatzsorgen haben, wo wir wirklich auch Sorgen haben, dass die Wirtschaft verliert, Corona-bedingt. Und das erstaunt mich, dass sich das eigentlich im Resultat nicht niederschlägt. Im Bezirk, kann man sagen, haben Sie aber Mission accomplished, erfüllt. Der Herbert H. Scholl ist zurückgetreten. Die Lücke müssen füllen, das haben sie erreicht. Ja, wir haben eine grosse Aufgabe gehabt. Der Herbert Scholl ist ein herber Verlust für uns. Und er war nicht mehr auf der Liste. Und so das nachher können wettmachen, das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde, unsere Bezirkspartei hat hier wirklich eine gute Arbeit geleistet. Und wir haben eine sehr aktive und gute Liste gehabt. Sehr überraschend vom Listenplatz 12, der Tobias Hottiger, gewählt. Überrascht Sie das? Nein. Ich habe Tobias Hottiger immer gesagt, Tobias, du musst oder darfst damit rechnen, dass du ein sehr gutes Resultat machst. Und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich, dass auch so eine junge Kraft jetzt einzieht in Aarau. Ein frischer Mensch ist er, so vorwärts und positiv. Und das freut mich sehr. Frau Freiermuth, danke, dass Sie kurz bei uns im Studio waren. Einen schönen Sonntag noch. Gerne geschehen. Danke gleichfalls.